Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banuki Night Shift. Heute der Daniel da und der Sashi. Und worum es geht, das erzählen wir euch nach dem Intro. Hallo, worum geht's heute? Ja, wir sind hier mittendrin in der Sendung. Ich weiß nicht, worum es geht. Der Daniel muss es mir sagen. Aber der Daniel behält es lange für sich und es ist wirklich, wirklich eine Katastrophe, das dem Daniel aus der Nase zu ziehen, weil der Daniel, der ist so verschwiegen manchmal und ich habe echt keinen Bock mehr mit dem Sendung zu machen normalerweise, weil das ist wirklich echt so anstrengend mit dir, Daniel. So anstrengend, weil du kommst einfach nicht zu Potte. Komm doch mal endlich mit dem Thema raus, verdammter Hacke. Siehst du, es passiert einfach gar nichts. Nichts passiert. Wenn du mit dem Daniel vor der Kamera sitzt oder was auch immer, hoffentlich nicht nie liegst, aber wenn du dann vor der Kamera bist mit ihm, dann ist es wirklich, 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 wirklich nicht schön. Ja? Weil der Daniel, der sitzt immer da, guckt in der Gegend rum und hält die Fresse. Ja? Nimm doch mal die Karte in die Hand und erzähl mir doch mal, worum es geht. Bist du fertig? Nicht wirklich, aber kannst jetzt mal kurz machen. Ja. Brauch die Karte gar nicht, ich habe alles gespeichert auf meiner Festplatte. Ja, immer. Mit dem Sascha ist es genauso anstrengend zu... Ja, ist okay. Weil... Ja, ist okay, glaubt eh keiner. Also in Russland passieren ja Dinge. Ja, das glaubt, stimmt, überall passieren Dinge. Das glaubt kein Mensch. Ja. Wieso, was passiert in Russland? Komm, da. Da gibt es eine Firma, die stellen selbsttätig agierende... Hallo. Homophob, bei dir mache ich eine Ausnahme, ich weiß. Ja, weiter. Ja, jedenfalls... Die stellen Roboter her, die selbsttätig agieren. Und in Russland. In Russland. Das ist ja mal eine Riesenerrungenschaft. Roboter, die selbsttätig agieren. Respekt und Anerkennung. Respekt und Anerkennung. Das hast du recherchiert. Das habe ich recherchiert. Weißt du, was ich auch noch recherchiert habe? Was denn? Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch, das hast du recherchiert. Steht irgendwo im Internet oder was? Bei Wikipedia. Sascha Elert, Arsch. Ich sag halt jetzt wieder gar nicht. Also, in Russland gibt es Roboter, die selbstständig agieren. Wie geil ist das denn? Richtig. Mann. Und weißt du, was passiert, wenn ein Mitarbeiter einen vermeintlich in Ruhezustand oder in Standby geschickten Roboter nicht in Standby schickt und dann auch noch die Eingangstür offen lässt? Lass mich überlegen. Ich weiß es nicht. Der fällt raus. Der fällt raus? Der Roboter ist raus. Der ist rausgefahren? Aus der Fabrik, oder ja, was? Ja, man hat dann nachvollzogen, dass er im Hof so ein bisschen umhergeirrt ist. Und irgendwann ist mal eine Schranke aufgegangen, dann ist er sogar raus, in den Straßenverkehr gefahren. Man, was war das für ein Roboter? War das so Nummer 5 lebt, oder was, so eine Geschichte? Ja, so ein Montageroboter mit Kettenantrieb. Und was hat er dann montiert? Draußen im Wald irgendwelche Äste miteinander montiert, oder was? Nee, das war eigentlich für die Kfz-Industrie und es ist dadurch aufgefallen, dass halt draußen der dann irgendwelchen Autos hinterher gefahren ist. Der hat dann einfach Räder gewechselt. Genau, wie so ein Zombie, so Auto. Er wollte, aber es hat dazu geführt, dass ein kleiner Verkehrsstau aufgetreten ist und dass so ein bisschen Verwirrung im Straßenverkehr auf der Kreuzung vor der Firma stattgefunden hat. Aber ist eigentlich ein geiler Roboter, wenn man den richtig programmiert, dann geht er raus und repariert Autos einfach. Ja. Und das waren die Russen. Also ein russischer Mitarbeiter, der irgendwo in den Feierabend gegangen ist. Ja, es war eigentlich es war in Russland, aber der Mitarbeiter, das war ein Kasache. Ein Kasache. Das ist ein Land, ne? Ja. Also ein Landsmann. Mhm. Und was hast du gegen Kasachen? Gar nichts. Aber der Christian wird jetzt sagen, mach Kasache. Mach Kasache. Ja, also Christian, der, schönen Gruß, ja, an Christian, Stelle. Schönen Gruß. Zum Glück bist du nicht da. Also, der Kasache. Achso, wegen dem Witz hast du es erwähnt. Jetzt raff ich es gerade. Ich dachte, warum Kasache? Ist doch scheißegal, ob der Kasache ist oder Georgier oder hier wie du aus den Städten. Mach Kasache. Mach Kasache. Ja, wir haben heute wieder was mitgebracht, hier was Schönes. Guck mal hier. So, ach, ich habe hier was mit Handschellen. Oh. Geil, normalerweise magst du ja Handschellenspiele, ne? Ja. Hier, Regie, zeig mal hier gerade in die Kamera. Regie, hallo! Hallo! Hallo, Regie! Wo bist du drauf? Ja, genau, hier. Ja. Regie, so, das ist hier Fickenlikör. Ich mache mal die Handschellen auf. Im Handschellen aufmachen bin ich ja ziemlich gut. Mhm. Zum Glück kann man die aufmachen. So, hier, hast du mal einen. Und den musst du so wegkippen, ne? Kann man die klopfen? Bin mal gespannt. Aber weiß nicht, ob er das macht. Der Toningenieur ist gerade hier vom Stuhl gefallen. Ja, klitzig. Ja. Hau mal rein. Einmal Fickenlikör. Immer schön gekühlt drin. Ja, so, ja. Was hältst du davon? Lass mal gespannt. Mal gucken. Was denn? Justerbeere. Wie, was denn?
Der ist gut. Ja, aber? Ich finde ihn gut. Das ist wie bei dem Geschmack vom Kaffee. Die Bitterstoffe, die im Kaffee enthalten sind, sollen wach machen. Ja. Das ist hier auch so. Also ich finde es gut. Ich finde auch gut. Party Schnaps ficken, ja. Kann man trinken. Ja. In Russland heißt er anders. Wie heißt er in Russland? Brezhnev. Genau, da heißt er Brezhnev. Soweit so gut. Das war Night Shift von Shoki Banuki und wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht hat der Daniel dann eine Geschichte aus Russland, die irgendwie Sinn macht. Leck mich am Arsch. Soweit so gut. Cheerio, Miss Sophie. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.